sogar mit 7 vorne zusammen mit Patrice Kovic, dem Berliner, den starken Berliner, und Tanschai Duonai, den sehen wir jetzt hier gleich mit dem VfB und sind gespannt, ob er sich da an die Spitze setzen kann. Es geht los. Und da ist der erste Treffer der Partie durch Ebenezer Arossi. Schauen wir uns hier nochmal an. Der starke Lauf an der Bannos. Ganz spitz im Winkel rein ins lange Eck. Keine Chance für Florian Heldstern. 1:0 für die Hanseaten. Also wieder eine kleine Überraschung. Denn Vorrunde war der VfB stark unterwegs. Keine Niederlage. 3-1 gegen Werder, 2-1 gegen Düsseldorf, ein 2-2 gegen Hamburger Sportverein. Genau diese Partie hier. Das war die letzte gestern Nachmittag. Dann ein 5:1 Sieg heute Morgen gegen Arminia Bielefeld. Der Hamburger Sportverein. 1:1 gegen Schalke, 2:3 gegen Arminia, dann das 2:2 gegen den VfB. Und dann gab es eine 1:0 Niederlage gegen Bayern 04 Leverkusen. Also die Hamburger noch gar nicht im Turnier. Zumindest von den Ergebnissen. Und jetzt hier aber in Führung. Foulspiel von Henry Riebau. Freistoß ausgeführt. Guter Abschluss durch Marek Rohm. Und jetzt die große Möglichkeit zum Ausgleich. Die wird genutzt. Matthäus Tsigakas trifft zum 1:1. Also Uhren auf Null gestellt in diesem Achtelfinale. Ja, draußen auf dem Feld mit einer verhältnismäßig schwachen Saison aus dem, was wir sonst hier so aus der Cup-Vorbereitung kennen. In der Regionalliga Nord gehört das vor nicht immer zu den drei, vier Spitzenteams dieser Saison. Nur Tabellenzehnter. Mannschaft von Bastian Reinhardt. 47-jährigen Ex-Profi. Nächster Versuch hier durch Arnold Astel-Riedl. Zu hoch angesetzt. Duell hautnah. Ja,
Lange Ball, der Ball ist im Tor. Torwart-Tor. Per Dropkick getroffen. Der Hamburger Keeper. Florian Heldstern völlig überrascht. Nächste Tor für den HSV. Durch Arnaud Riedel. So, hier der wunderbare Ball. Klasse gespielt mit der Mitnahme. Stuttgart hatte schon den Feldspieler im Tor. Das 3:1. Für die Hanseaten. Wäre die erste faustdicke Überraschung aufgrund der Vorrunde. Der zweimalige Föbel Cup Gewinner 2009 und 2014. Stuttgart dreimal erfolgreich. Zuletzt 2013, 10 Jahre her. Klasse gespielt, klasse gespielt! Vollendet durch Tunçay Durna. Hier war jetzt nochmal hier das Duell. Stark die Leute auf sich gezogen und dann der Ball zum 2:3 Anschlusstreffer. Also packendes Achtelfinale, torreich und sehr unterhaltsam. So, Heldstern mit dem langen Ball, zu lang. Da mit Noah Alas. Der Torschütze eben. Nächster Freistoß für den VfB. Tobias Hegger legt den Ball da raus. Abschlussversuch wieder durch Durna. Stuttgart mit dem Blockwechsel. Knapp 4 Minuten vor Ende. Der erste Ball, wieder das intensive Duell an der Bande. Schussversuch durch den Feldspieler-Torwart, durch Marco Cirilic. Der Wechsel schon wieder zurück im Tor beim VfB. Man erhöht also das Risiko. Intensiv, intensiv hier mit dem ganzen Körper dabei. Guter Schussversuch. Nächste Gelegenheit hier für den VfB. Alas probiert ein bisschen Ruhe auszustrahlen. So, Stuttgart rennt jetzt an, macht früh Druck, dadurch wieder Ball gewinnen. Heldstern bleibt im Tor. Ja, über die Bande gefährlich. Das hätte auch beim VfB dieser Ball landen können. Gefährlicher Ballverlust, aber stark nochmal geholt hier. Ganz stark geholt. Jetzt das Spiel über die Bande. Abschlussversuch. Gute Möglichkeit,
Antonio Janic schon erklärt. Noah Ahlers. Starker Lauf hier von Janic. So, Heldstern. Gegner an die Füße. Tor ist leer. Tor ist leer. Hamburg führt 4-2. Durch den Kapitän, durch Abdul Karim Koulibaly. So, Heldstern hier. Ball in die Füße. Koulibaly guckt sofort. Und schließt sehenswert ab. Toll eingefangen. Hier 2 Hamburg. Stuttgart bleibt dran. Stuttgart will unbedingt. Ball wieder. Eine Hamburger. Jetzt gut freigespielt. Die nächste Möglichkeit und Heldstern. Pariert, der Nationalkeeper. Prinz Kasi war das hier mit dieser Möglichkeit für den Hamburger Sportverein. Letzte Minute läuft. Beide Vereine mit der 19. Freeway Cup Teilnahme. Für wen geht der Weg hier weiter und wer stempelt gleich ab? Vorteil HSV. Stuttgart braucht jetzt den schnellen Anschluss. Braucht ein schnelles Tor. Langer Ball nochmal, zu lang. Ballbesitz hier für Koulibaly und den HSV. Koulibaly mit dem langen Ball. Zeit ist angehalten, 31 Sekunden. Es müsste jetzt. Sofort klappen, Heldstern, der Ball geht in die obere Etage. Das dürfte es so langsam gewesen sein. Der VfB Stuttgart, überragende Vorrunde mit 10 Punkten aus 4 Spielen, 3 Sieger in Unentschieden, wird sich verabschieden müssen vom Freeway Cup 2023. Ja, wir wollen hier nochmal ein Foulspiel gesehen haben. Dann die Nachvollziehen. Koulibaly ist da ziemlich rustikal eingestiegen. Ball ist wieder bei Ahlers. Und wir sehen den HSV gegen Bayern 04 Leverkusen wieder. Das war heute Morgen schon mal eine Partie. Da hat Leverkusen sich knapp mit 1-0 durchsetzen können. Hamburg jetzt aber mit mehr Selbstvertrauen aus diesem tollen, aus diesem starken Achtelfinale. Jetzt nochmal. Die große Chance im Anschluss. Das war's. Wir danken Stuttgart für ein wirklich überragendes Turnier. Beglückwünschen Hamburg und sind gleich wieder da mit den Mühlis gegen Mainz 05 hier im Achtelfinale.